So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video für den Adrundal YouTube-Kanal. Und zwar diesmal wieder mit Haus des Monats. Ich bin hier in Wintershelden. Und zwar das Haus, das diesmal gewonnen hat, gehört Chumulukuluku. Kululudu. Chumulukulu. Chumulukulu. Und er wird uns jetzt mal hier sein Haus zeigen. Und ja, wir werden jetzt ihm einfach mal hinterherlaufen und er wird so ein bisschen labern, was er da so für eine Inspiration hat und was auch nicht. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wir sind jetzt hier einmal um sein Gebäude herumgeflogen und ich würde sagen, lauf mal voraus. Wir gehen mal in das Innere und begutachten mal das ganze Zeugs, was du da hast. Ja. Ja, also hier ist der Eingang, der Haupteingang. Hinten gibt es auch noch einen Nebeneingang. Nebeneingang? Ah, einfach so. Ja. Ja. Hier ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer? Mit einem Kamin und einer Spielecke. Hier hat man ganz viel Spaß. Yay! Ah ja, wirklich. Oh, ich habe die Sounds ausgeschaltet von Minecraft, aber das macht ja nichts. Das kann sich jetzt ja jeder denken, hier. Tschick, 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 immer hin und her. Und, ja, das ist der Spieleffekt davon, damit man so mitfiebert und so. Genau, genau. Ja, hier ist die Küche mit einem Kamin und einem Barhocker. Und Essen, Essen, Essen. Essen gibt es zu viel, ja. Oh, da kommt mir gleich in den Sinn, ich muss Basti mal sagen, er soll mal so einen Bacon-Strip-Teller machen. Ich glaube, das wäre auch ganz gut. Ja, hier das Schlafzimmer. 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 Hier kann man nachts Partys machen. Und all about Magic dabei. Mushrooms. Wie bist du auf den Satz gekommen? Ich weiß nicht. Ich habe in Wintershelden mehrere Häuser. Und dieses Regal fand ich so toll, da habe ich es einfach übernommen. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber das passt zu Goran wegen den Pilzen und das Krümelbandmonster. Das Krümelmonster passt zu Basti Keks. Also hat eine Logik, hat das Ganze. Eine richtig kleine krass. Jukebox. Die gibt's nur auf unserem Server. Natürlich nicht, aber wer weiß, wie das geht, der weiß, wie das geht. Ja. So, ja. Also sind wir hier ja schon im ersten Stock. Oder ja, hier rechts geht's raus zur Dachterrasse. Gehen wir gleich mal hin. Ah, übrigens, die Leute, die sich jetzt hier fragen, er hat so ein schönes Cape an. Es geht nur auf unserem Server. Ja, denn das ist ein Spender-Cape. Genau. Hast du mal gespendet, oder was? Ab der Gamescom bei dir. Ah, oh, ja, in die Hand gedrückt. Stimmt, ah, oh, ja, stimmt. Hast du schon vergessen? Ja, du, da waren viel zu viele Leute an der Gamescom. Viel zu viele. Das war ja, ja, glaube ich, vorgestern. Natürlich nicht. Ja, fast. Ja, nee, ja. Das ganze Video, wir sind hier ein bisschen zu... Also, ich bin ein bisschen zu spät dran, das hier aufzunehmen. Oh, ja, ein bisschen, ganz leicht. Ich glaube, es ist schon wieder, ja, Ende des Monats wird er jetzt heute, heute ist der 26. und ihr guckt das jetzt vielleicht heute oder zumindest heute wurde es aufgenommen und hochgeladen. Ja, und ja, wir sind ein bisschen spät dran. Wieso eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe die Leute immer gesucht und nie gefunden und dann haben sie mich gefunden und ich war aber doch nicht da. Also, ja, oh, hier ist ein kleiner Pilzkeller. Ja, Pilzkeller. Hast du auch schon, hast du auch schon die Abspülung gesehen in der Toilette? Ja, die hast du mir schon mal gezeigt. Hast du mir schon mal gezeigt. Ja, da habe ich dich ja letztens runtergespült, ne? Also mit Knopf drücken, genau, geht die Spülung weg. Ja. Weg mit der Scheiße. Die landet dann unten im hauseigenen See. Und dann, ich glaube, Keller. Keller, Keller, Keller. Gibt's ja auch immer. Ach ja, genau, Keller. Keller, Keller, Keller. Hier auch wieder schön mit den ganzen Dekos. Ne? Nicht vergessen, Leute, die das hier gucken. Es ist immer wichtig, dass ihr das nicht zu extrem überladet, aber dass die Dekos halt doch vorhanden sind. Sieht halt einfach schöner aus. Ja, so. Jetzt gehen wir in den Keller. Und den Keller wollte ich eigentlich noch anders machen als alle anderen. Weil ich bin immer anders als alle anderen. Und weg, Enderman, weg! Und auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht einfach so einen Keller machen mit ganz vielen Räumen und so. Da habe ich mir einfach so eine große Höhle gemacht. So eine voll vermüllte und verschmutzte Höhle mit vielen Öfen und im Steampunk-Stil. Oh, gehört das Pferd dir? Darf ich es töten? Ja, das gehört mir, aber du darfst es nicht töten. Nicht? Ja, dann sag doch das, bevor ich das zweite Mal draufschlage. Oh, sorry. Das ist der Keller von Passgriff, das ist nicht der richtige Teil. Das gehört echt dazu. Okay, dann gucken wir da weg. Schnell weg, weg, weg. Ja, der verdreckte, ja, genau. Keller hier. Ist das weiße Pferd auch dir? Darf ich es auch töten? Ja, das ist auch meins. Darf ich töten? Nein. Warum willst du alles töten? Ja, ich weiß nicht. Das ist so der Effekt. Der Effekt des Bannermas, der will immer zuschlagen. Ach so.
Du kannst gleich Imperius bannen, der hat unser Feld nicht nachgepflanzt. Okay, ich bann gleich Leute. Ist auch gut. So, geht's denn hier lang? Ist alles hier, ist, hier immer noch alles in deinem Keller? Oh. Was? Alles mein Keller, ja. Frozen, das ist die Kühlkammer, genau. Ja, Kühlkammer, die sehe ich immer wieder gerne, weil die ist echt cool. Ja, die muss auch in jedem Haus drin sein, sonst ist das nicht. Sonst ist das nicht modern und. Wo kommen wir wieder zurück? Ich weiß nicht. Ich sehe nur deinen Kopf in meinen Kopf. Hier geht's hoch. Okay. So, ich nehme jetzt hier eine Admin-Abkürzung. So. Ah, warte. Ich glaube, du hattest doch noch. Wo bist du? Ah, da. Hier. Du hattest, glaube ich, noch einen Stall, oder? Ja, hier, Stall. Ach ja, genau, der Stall. Da hinten dreht das Pferd. Und die Scheune habe ich auch noch. Party, Party. Und eine Scheune. Dreht das Pferd. Hier, die Scheune gehört auch noch dazu. Welche Scheune? Wo? Hier, diese Scheune und unten dieser Stall. Ah ja, genau. Warte, und hier ist doch irgendwo ein Geheimnis, ne? Hier ist so ein geheimer Pfad. Ja, genau. Ja, stell dich mal hier unter dieses Zelt. Okay, Moment. An der Stelle, wir werden das kurz schneiden und sehen uns gleich in dem Geheimgang wieder. So, und da sind wir wieder in dem Geheimgang. Ja. Hier sind nämlich alle wertvollen Pferde, die wir hier alle stehen können. Alles total artgerecht, nicht? Ah, jetzt dachte ich gerade, es sieht aus, als würden hier diese Maultiere da rauchen. Aber nein. Ja, das ist ja die Eselsucht von Windersham. Ach, von ganz Windersham? Ja, offiziell. Okay. Das ist die offizielle Eselfarm. Oh, mir hat jemand geschrieben. Da fällt mir ein, ich muss mein iPhone leiser machen. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. So, und deshalb, wir werden jetzt hier den Geheimgang wieder schließen. Und zwar jetzt. Ja, das war der Geheimgang, den ihr jetzt alle nicht gesehen habt. Aber den könnt ihr hier irgendwo öffnen. Wo der Eingang ist. Nee, eben. Das könnt ihr hier irgendwo öffnen. Und da gibt es hier irgendwo so eine Treppe, glaube ich. Ja, hier ist der Kräutergarten. Mit den verschiedenen Etagen, wie in Japan, wo wieder Reis angebaut wird. Oder wird in Japan überhaupt Reis angebaut? Japan, China, Asien, irgendwo. Ja, irgendwie so, auf jeden Fall. Reis ist überall. Ja, und dann? Ja. Du gehst noch rein. Und hier ist der See und eine Brücke, es geht auch drüber. Ja. Eine Brücke über den See. Krass. Den Fluss. Naja. Jo, war's das schon? Ja, das war der Garten hier und mehr gibt's auch leider nicht zu sehen. Ja gut, dann laufen wir hier nochmal kurz einmal um das Haus herum. Und ich würde sagen, danke Shumu für das Haus. Ja, ach und du kannst auch noch Geld in den Brunnen reinwerfen. Das kommt guten Zwecken zugute. In welchen Brunnen? Hier? Hier im Hinterhof. Da kannst du ganz viele Draken reinwerfen. Ist das eine Steinplatte? So viele Draken, wie dein Creative Inventar hervorgibt. Ja, mein Creative Inventar, das gäbe sehr viele Draken. Aber, ja, das lassen wir mal. Okay. Danke vielmals fürs Zuschauen und Leute, vielleicht wird das einzige aus dem Monatsvideo sein oder ich werde das zweite, weil in dem Monat haben nämlich zwei Leute gewonnen, einmal Shumu und einmal, Prenorias. Und ja, den konnte ich aber noch nicht erreichen und deshalb werden wir das Video wahrscheinlich erst später hochladen, drehen und dann hochladen oder es wird gar nicht mehr kommen, aber an der Stelle Gratulation an Shumu und Prenorias, die beiden haben gewonnen, das gab's noch nie. Und ja, danke fürs und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.